Hi, hier ist Andi von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu und ich mach jetzt ein Review. Und damit herzlich willkommen im Jahr 1992. Ich verstecke mich jetzt hier hinter diesem riesengroßen Set, denn es ist einfach riesengroß. Und es ist noch verpackt. Normalerweise zeigen wir euch ja die aufgebauten Sets gleich am Anfang des Videos. Beziehungsweise ihr könnt diese dann gleich sehen. Bei dem machen wir es ein kleines bisschen anders. Und wir kommen auch gleich darauf zurück, warum. Ich sehe hier auch gerade schon ein bisschen Klebeband rumflattern. Der Karton, er ist da, er ist aber nicht mehr im besten Zustand. Aber die inneren Werte zählen hier. Aber zuerst ein Blick in den Collector's Guide. Seite 295 für die, die ihn haben. Für die, die ihn nicht haben, die finden den Link in der Beschreibungsbox. Es ist Set 8868 und es ist ein super cooles altes Lego Technik Set. Es ist A, das Flaggschiff aus der 92er Serie und B, auch darüber hinaus ein sehr, sehr beliebtes und sehr, sehr stark gefeiertes Set. Wie gesagt, 294, Entschuldigung, auf einer fast leeren Seite hier oben. Es ist A, von der Größe her das größte aus dem Jahr 92 mit knapp, fast ein bisschen was unter 1000 Teilen. Und B hat es einfach super coole Funktionen. Es hat eine 9 Volt Batteriebox, es hat einen Motor, es hat die Pneumatikvorrichtung, es hat mehrere Pneumatikzylinder. Es hat A- und B-Modell, beide sehr cool. Es hat einfach alles, was man sich wünscht. Und das in einem alten Lego Technik Set zu finden, da geht mir einfach nur das Herz auf. Ich lasse euch noch ein bisschen zappeln. Wir schauen erstmal in die Anleitung. Ich versuche aus Prinzip nicht an diesen Karton zu kommen, denn er ist noch gefüllt. Und da kommen mir bestimmt gleich auch die Teile entgegengeflogen. Ich hoffe einfach, wir können das vermeiden. Unsere Anleitung. Super flach. A- und B-Modell sind zu sehen. Das A-Modell ist eben unser Truck mit dem Greifarm hinten drauf. Im Englischen heißt das Ganze AirTag Claw Rig. Im Deutschen steht es im Collector's Guide einfach nur mit Truck. Es ist einfach ein Truck in Holzlaster. Ja, es ist ein super cooler Lego Technik Truck. Und das B-Modell ist hier nochmal ganz gut zu sehen. Ich würde sagen, das ist ein Laster mit einer Überkopf-Kippvorrichtung. Das gibt es ja zum Beispiel bei Müllfahrzeugen, bei älteren kennt man das. Oder vielleicht greift er auch Holzbäume, Stämme und legt die dann hinten ab. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sucht euch was aus. Wir haben ein paar mehr Bauschritte als normalerweise, denn diese ganze Pneumatik und das mit Schläuchen verlegen und allem drum und dran, das braucht schon ein bisschen mehr Hirnschmalz als sonst. Finde ich zumindest. Wir haben 32 Bauschritte. Ja. 32 Bauschritte fürs A-Modell. Wir haben, wie auch schon bekannt bei in der Lego-Technik-Welt, die Teile, die man braucht für die Bauschritte. Und dann haben wir nochmal 27 Bauschritte fürs B-Modell. Na? Flach, wunderbar. Auf den ersten Seiten hat man nochmal ein paar Hinweise, nämlich, dass man die Teile nicht so nah aneinander schieben soll und wie man sich kleine Gadgets bauen kann, um Teile besser rauslösen zu können. Das ist sehr cool, sehr hilfreich. Auf den darauffolgenden Seiten haben wir erklärt, wie das Pneumatik funktioniert, dass man die Schläuche nicht knicken soll und sehr, sehr hilfreich und unbedingt notwendig, wenn man das gebraucht kauft oder den Schlauch nicht mehr im Stück hat, nämlich hier unten die Abmessungen der Schläuche. Die legt man da einfach auf, dann weiß man die Länge. Denn es gibt hier Schläuche und hier kommen sehr, sehr viele Pneumatikschläuche zum Einsatz, die bis zu 39 cm lang sind. Und dann gibt es aber auch 35, 36 und 37. Und da muss man aufpassen, denn sonst sind die Biegeradien zu hoch. Man hat vielleicht Knick drin und dann geht im Endeffekt eine Funktion nicht. Das wollen wir nicht, deswegen mal schön aufpassen und nachmessen. Beziehungsweise, wenn man das zum ersten Mal macht und schneidet, gilt es natürlich auch aufzupassen, dass man das also richtig schneidet. Aber jetzt werfen wir endlich einen Blick in diesen Karton. Ich werde ihn jetzt nach hinten kippen
Und ich muss 100%ig den Mikrofonpegel gleich runter nehmen, denn das wird laut. Bringen wir es hinter uns. Das ging, aber ich merke schon, dass es verrutscht ist. Unser Karton. Ja, er ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Es tut der Sache aber keinen Abbruch. Es ist ein Klappkarton. Und wir haben unser A-Modell hier oben nochmal dargestellt. Wir haben die Funktionen des Modells. Wir haben den Hinweis, der Motor dreht sich mit. Wir haben hier einen Blick auf unsere Pneumatikpumpe. Hier ist das ganze Pneumatiksystem erklärt. Welche Zylinder wie angesteuert werden und welche Funktionen die beinhalten. Das funktioniert alles über einen kleinen alten 9-Volt Motor und eine kleine Pneumatikpumpe. Das ist der Hammer. Das ist genial. Wir können, hier sieht man es so ein bisschen angedeutet, wir können unsere Kabine hier hinten drehen. Wir können greifen. Zusammengreifen. Hoch, runter. Wir können uns um uns selbst drehen. Hier ist der Greifvorgang ein bisschen mehr beschrieben. Wir haben eine Hand-of-God-Lenkung hier oben über die Signalleuchte. Wir haben hier unten einen Blick unter das Fahrzeug. Und hier sieht man schon mal angedeutet, was hier an Schläuchen rangeht. Hier ist richtig was los. Das ist richtig krass. Wir haben 4 Pneumatikschalter. Und jeder der 4 Pneumatikschalter hat 3 Ein-Ausgänge. Eigentlich ein Eingang und dann 2 schaltbare Ausgänge. Das heißt, 4 Eingänge für die Pneumatik, 8 Ausgänge. Hier ist richtig was am Start. Wir haben 2 Differentiale noch mit. Es geht nicht besser. Ich finde das einfach nur super, super cool. Und was das Ganze, diese OVP jetzt so besonders macht, wir sind jetzt hier natürlich auch Teile verrutscht. Aber der Blister ist dabei und ich hole jetzt hier mal was raus. Wir nehmen das mal ab. Ich versuche so behutsam wie möglich. Legen das beiseite. Das ließ sich jetzt leider nicht vermeiden. Sorry für die kurze Verzögerung. Aber wir haben es schon ein paar Mal erzählt, im Lego-System oder im Classic-City-Bereich oder auch bei Rittern und Piraten gab es zusätzlich zu diesen Einlegeblistern auch immer noch einen weiteren Blister, der Teile-Highlights zeigt. Hallo? Geht's noch? Also, wenn ich das sehe, da kann man doch mal anfangen zu sabbern. Okay, jetzt ist hier was rausgerutscht. Jetzt muss ich mir mal ganz schnell noch so einen Technik-Liftarm krallen. Kein Liftarm, sorry. Technik-Brick. Wenn man jetzt mal schaut und man hat den Karton geöffnet im Laden und wirft dann einen Blick durch die Plastik, durch das Plastiksichtfenster auf das Innere und man sieht alleine das hier präsentiert. Ich muss aufpassen, dass mir das nicht rausfällt. Da geht einem doch das Herz auf. Also, wir haben 4 Pneumatikzylinder, 4 von den Schaltern, den Motor, die beiden kleinen Pumpen, unseren Sitz für Technikfiguren. Man kennt sie, man liebt sie. Ein kleines Technikelement, was einen Lufttank darstellen soll. Und noch 4 Technikbricks. Und das Ganze wunderbar präsentiert in diesem kleinen Blister. Also, ich mache euch jetzt nichts vor. Ich habe ein kleines bisschen Gänsehaut, weil dieses Set einfach so super cool ist. Und weil es so super cool ist, werde ich das jetzt auch aufbauen für euch. Und dann schauen wir uns das im Detail an. Und freuen uns über die wunderbaren Funktionen, ob es der Drehmechanismus ist, der so unglaublich cool umgesetzt ist. Ich zeige euch das. Das ist der Hammer. Es ist einfach nur der Hammer. Ich muss anfangen. Und damit ihr nicht zu lange darauf warten müsst, wird jetzt mit Hilfe von digitaler Videobearbeitung dieses Set magisch vor euch erscheinen. Und zwar jetzt. Und da sind wir wieder. Und hier haben wir unseren Kollegen, unser wunderbares Prachtstück. Es ist im Endeffekt ein bisschen mehr Zeit vergangen, als mir lieb ist, aber wie gesagt, ihr habt davon ja nichts mitbekommen.
Aber dafür steht er jetzt hier in voller Pracht vor uns. Und wir schauen uns den jetzt mal von allen Seiten an. Gucken mal, ob wir ohne große Probleme ihn zum Laufen bekommen. Die Batteriebox hat leider ein bisschen rumgezickt gehabt beim Testen. Aber ansonsten müsste das passen. Jetzt habe ich nur gerade gesehen, die Batteriebox war ein kleines bisschen verkehrt eingebaut. Und dieser Slope gehört da nicht hin. Na, egal. Ja, er ist relativ groß. Er ist super, super cool. Es ist wirklich eins meiner Lieblingstechnik-Sets. Gerade von den älteren Sachen ist es eins meiner Lieblingssets. Und mir ist es eigentlich auch egal, ob jetzt hier, ob das so dolle noppig ist. Gerade das finde ich zum Beispiel super cool. Oder ob hier keine Motorhaube drin ist oder ob die Front offen ist. Es ist mir eigentlich vollkommen egal, weil das Ding ist einfach nur super cool. Und es wirkte vielleicht im ersten Teil vom Video ein bisschen überschwänglich, aber im Endeffekt, ich meine, jeder von euch dürfte das kennen. Jeder von euch hat bestimmt irgendein super tolles Set, was er super cool findet und ganz besonders mag. Und wenn man das dann zeigen kann in voller Pracht und dann auch noch mit den Sachen, die ihr vorher gesehen habt, da kann man schon mal ein bisschen aufgeregt sein. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal den Koloss an. Wir können natürlich fahren. Ja, vorwärts, rückwärts. Nein, das war vorwärts, das andere rückwärts. Wir können hier oben über die Signalleuchte lenken. Ja, der hat jetzt keinen besonders kleinen Wendekreis, aber es ist ja auch ein großer Truck. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ich hebe mal an. Wenn wir hier drehen, oh, man sollte natürlich unten am Differential drehen, dann dreht der Lüfter mit, beziehungsweise das Rad hier für das Lüfterrad. Und vielleicht sieht man es auch, die Kolben im Motor drehen sich auch mit. Es geht natürlich über Technikachsen und Kardangelenke nach hier vorne und über Zahnräder dann nach oben. Und zum Beispiel das Lüfterrad hier ist mit einem Gummi auf größeren Rädern bzw. auf einem Technikbushing befestigt und dreht sich dann durch die Reibung einfach mit. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir werfen dann mal einen Blick drunter, denn hier kann man schon ein kleines bisschen sehen, ich komme ein Stückchen vor, dass A, beim Aufbauen ganz schön Grips gefragt ist, beziehungsweise muss man sich da dolle konzentrieren. Ich habe es euch ja schon gezeigt, die ganzen Schläuche und alle Pneumatikelemente zu verbauen, da muss man schon aufpassen. Man sieht es hier auch so ein bisschen. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Vielleicht so. Die ganzen Schläuche. Ich meine, wir haben hier wirklich 4 von den Pneumatikventilen. Und da jedes ein Eingang, 2 Ausgänge hat, braucht man natürlich viele Schläuche. Wir gehen mit den Schläuchen von hier vorn bis, also von den Schaltern hier vorn, bis nach hier hinten durch und dann bis hier vorn hin wirklich. Also die letzten Schläuche kommen echt hier vorne an. Und zwischendurch werden die natürlich auch hier teilweise sichtbar verlegt und dann gehen sie von hier unten in den Drehteller wieder rein. So dass man hier auch schauen muss, dass die nicht im Weg sind, sonst dreht sich womöglich der Teller nicht. Und dieser Drehmechanismus zum Beispiel, der ist sehr, sehr cool umgesetzt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wenn ich den jetzt hier mal so drehe, ihr seht hier diese gelben beiden Zylinder zumindest angedeutet. Und diese beiden Zylinder sind liegend verbaut und haben an der Seite, die nach hinten zeigt, befestigt solche Gear Racks, diese verzahnten Plates, die dann wiederum Zahnräder bewegen können. Und hier in der Mitte sitzt ein Zahnrad, was gedreht wird, wenn sich ein Zylinder streckt und der andere dann dabei staucht bzw. komprimiert wird, dann drehen die sich in die andere Richtung genauso. Ich gucke mal, ob ich das hier vielleicht ganz kurz gezeigt bekomme. Das ist ein sehr cooler Mechanismus. Genau, hier ist es schon fertig. Hier unten sieht man es ganz gut. Ich hoffe, man kann es sehen hier hinten. Das ist diese Zahnstange, die nach oben geht und dann festhält. Und hier liegen die Zylinder zusammen mit den Technikplates, die hier hintergehen. Und dann
die Verzahnung herstellen nach hinten. Dann lässt sich das einfach bewegen und dann dreht sich das hier. Und damit es sich drehen kann und damit sich hier alles bewegen kann und man greifen kann, braucht man natürlich Luftdruck. Und der Luftdruck wird hier hinterm Fahrerhaus generiert. Kann man das sehen? Hier sitzt ein kleiner Motor drin. Und dieser Motor treibt wiederum diese kleine Pumpe an, die ich euch gezeigt habe. Da ist ein Rad und das dreht sich und dadurch wird die Pumpe komprimiert und betätigt und dann wird Luftdruck generiert und der Luftdruck lässt sich hier über diese Ventile steuern und damit lassen sich die verschiedensten Funktionen ausführen. Normalerweise gehören hier Aufkleber drauf, so dass man sieht, welcher Hebel für welche Funktion ja, zur Verfügung steht. Ich habe die jetzt leider nicht, das heißt, wir müssen es jetzt einfach mal ausprobieren. Wir betätigen einfach mal unsere 9 Volt Batteriebox und dann könnt ihr hier schon sehen, dass die Pumpe betätigt wird. Und dann pumpt die und pumpt und wir fangen jetzt einfach mal hier mit dem an. Okay, das war die Funktion nach oben und unten. Hier können wir es ablassen. Hier können wir ihn hochnehmen. Wunderbar. Dann weiter. Hier haben wir den Drehmechanismus. Ja, ihr seht das. Dreht sich wunderbar. Bis nach hinten. Manchmal ein bisschen hakliger. Das liegt einfach auch an dem Verlegen der Kabel. Man muss hier wirklich aufpassen, dass man nichts knickt, sonst ist sofort Ende. Und dann kann er sich hier wieder auf diese Position drehen. Also normalerweise würde der auch komplett 180 Grad schaffen bis hier rüber. Dann haben wir das. Und dann machen wir jetzt einfach hier drüben weiter. Hier mit den beiden. Ja, die sind ja auf beiden Seiten gleich. Der Richtung Führerhaus. Bin sehr gespannt, was der macht. Es könnte sein, dass der hier für den Greifmechanismus zuständig ist. Denn diese kleine Pumpe hier vorne, die ist anfällig. Und der Mechanismus, den sie hier betätigen muss, das schafft die mitunter manchmal nicht. Also die müsste man vielleicht mal wieder ein bisschen fetten, damit da das wieder funktioniert. Und dann versuchen wir jetzt mal den, der weiter nach hinten ist. Das dürfte jetzt der sein, genau. Und hier kann man sich jetzt noch ausstrecken und wieder runter. Ne? Und normalerweise, das liegt halt auch mit an den Schläuchen, normalerweise sollte das dann hier super gut beweglich sein. Wir versuchen es jetzt nochmal, vielleicht klappt es ja. Ich höre zumindest nichts zischen, das heißt, wir haben auch nirgendwo einen Luftleck. Aber wie gesagt, dieser Greifmechanismus, ja, der zickt manchmal ein bisschen. So, machen wir wieder aus. So, und dann habt ihr jetzt mal die ganze Pneumatik in Aktion gesehen. Und wer jetzt noch sagt, dass ihn das nicht abholt, dem weiß ich nicht, wie man dem helfen kann. Weil das ist einfach mal super cool. Wir haben super viele Schläuche, wir haben 4 Pneumatikzylinder verbaut, plus den kleinen, plus die Pumpe, den Motor, die Batteriebox. Gut, das Kabel habe ich jetzt nicht sonderlich schön verlegt, das lässt sich noch besser machen. Der Kollege ist ordentlich groß, er sieht super cool aus. Wir haben sogar Techniksitze drin. Man könnte jetzt hier die Technikfiguren noch platzieren. Ich habe jetzt nur leider keine zur Hand, aber die passen natürlich hier rein. Lenkrad haben wir jetzt nicht, das tut aber nichts zur Sache, denn wir wollen ja auch gar nicht lenken. Wir wollen einfach nur mit der Pneumatik spielen. Und es macht einfach nur Spaß. Ja, man könnte jetzt einfach mal versuchen, komm mal zurück. Ja, jetzt könnte ich hier versuchen, was zu greifen. Ja, es zuckt. Es zuckt immer mal, wenn ich den betätige. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Zack, wieder hoch. Und dann nehmen wir den wieder hoch. Und dann drehen wir das Ganze mal. Und das macht einfach noch Spaß. Ich meine, das könnte ich stundenlang machen. Ja, natürlich müsste ich gucken, dass die Batterien vorher nicht schlapp machen, aber ist einfach nur super. Ist einfach nur super. Dann die Details, die man hier noch hat, auch was fürs Auge. Die gebauten Radkästen sind super cool. Die sind mit Plates und so mit Wedges teilweise gemacht. Die Scheinwerferdrucke mit dem gitterförmigen
Print, super cool. Dann hier an der Seite, was ich schon gesagt habe, die aussehen wie Tanks, vielleicht Lufttanks nachahmen. Die Technik an sich, ich meine, das ist wirklich, das ist Lego-Technik. Das ist Technik. Du hast viele Funktionen, du hast einen hohen Spielspaß, du wirst gefordert beim Bauen, du musst echt aufpassen. Das Ding sieht nach was aus, es ist sehr simpel gehalten von Farben. Und gerade, ich meine, schauen wir mal auf die Details. Die Basiseinheit ist gelb vom Akku. Die Hülle ist schwarz. Und dann baut man hier sogar noch in gelb-schwarz weiter drumherum, sodass sich das einfach optisch einbindet. Und hier vorne wird das auch nochmal aufgenommen. Das ist einfach nur klasse. Ich finde es super. Was mir noch aufgefallen ist, stellen wir mal hier so hin, in der OVP haben sich noch ein paar Sachen befunden. Und zwar drei an der Zahl. Wir fangen mal damit an, das ist ein Serviceheft, das ist nicht zu dem Set, das ist aus dem Jahr 1995. Aber hier konnte man zum Beispiel damals noch, einige werden es vielleicht noch kennen, schauen, was man an Teilen braucht. Und man konnte die Nachbestände hin, das ist einfach nur ein Bogen, den füllt man aus, den hat man dann zu Lego geschickt und dann konnte man seine Teile nachbekommen. Und hier ist zum Beispiel auch eine Batteriebox dabei oder Kabel, die ja gerne mal kaputt gehen. Wenn ihr das so ein Kabel reparieren wollt, ich verlinke euch da mein Tutorial dazu in Bild und Video. Und zum Beispiel hat man hier auch die ganzen Pneumatik-Einheiten nachbestellen können. Das ist super cool. Wenn da mal was kaputt ging oder man einfach nur mehr haben wollte, um selber was zu bauen, ging alles. Das war dabei. Dann hatten wir eine kleine Anleitung für die 9-Volt-Einheit. Hier wird einfach nur gezeigt, wie man sie aufmacht, wie man Batterien einsetzt. Was man nicht machen sollte, zum Beispiel kurzschließen. Dann sogar, ich würde mal sagen, eine Mini-Anleitung, ne, für selber, zum selber bauen, für eigene Ideen. Ja, sogar mehrere Mini-Anleitungen. Einfach nur wie ein kleines Handbuch zur Batterieeinheit. Und dann dieses wunderschöne, kleine, sieht erstmal aus wie ein Heft, ist aber kein Heft. Man kann es nämlich aufklappen und dann wird es relativ groß. Und hier hat man eine wunderbare Übersicht über Lego-Technik-Modelle. Und auch Model-Team, wie man jetzt hier unten sehen kann, ist auch ein Model-Team dabei. Alles aus dieser Zeit. Ja. Ob motorisiert oder nicht, wir haben auch hier unten hier unseren Kollegen, der hier bepriesen wird. Und das gab es dazu. Ich meine, gibt es heute noch? Eher nicht. Schade. Hier ist sogar unser Control Center. Ja? Da steht's. Das zeigen wir auch demnächst. Und hier auch sehr cool ein Pneumatikbagger. Der Basti hat den. Ich habe ihn dem mal an Land gezogen. Und der ist auch super cool. Der ist zwar mit Pumpe, also manuell, ohne die Elektrifizierung, aber trotzdem sehr cool. Und wie gesagt, ich meine, stellt euch nur mal vor, das wäre in einem anderen Set noch mit drin gewesen und ich hätte den, oder ihr hättet den da gesehen, den hier. Ich meine, guckt euch allein das Bild an. Hier hinten sind die Funktionen angedeutet. Das ist einfach nur super cool. Ich finde, sowas sollte es immer wieder geben. Auf der Rückseite dann auch nochmal die für 1993 angekündigten Model Team Sets. Einfach nur super. Einfach klasse. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Es ist ein super cooles Set, ich mag es sehr. Ich bin sehr froh, dass ich es in meiner Sammlung habe. Der bleibt auch aufgebaut und wird bestimmt mal wieder Teil des Backgrounds sein. Habt einfach immer mal auch einen Blick auf den Hintergrund, vielleicht versteckt sich da mal das ein oder andere coole Ding. Und ja, wie immer bleibt mir nicht viel übrig, außer zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert sehr gerne den Kanal, das freut uns sehr. Kommentiert wie wild, was ist vielleicht euer Lieblings-Lego-Technik-Set? Das würde mich heute mal interessieren. Was ist euer Lieblings-Lego-Technik-Set? Ist vollkommen egal, ob das Vintage ist oder neuer. Ich bin großer Lego-Technik-Fan und freue mich immer, wenn ich Lego-Technik zeigen kann. Und deswegen interessiert mich heute mal, was ist euer Lieblings-Lego-Technik-Set? Und vielleicht auch, was wollt ihr noch an weiteren Lego-Technik-Sets sehen? Ich habe ja schon gesagt, das Control Center wird kommen, das Control Center 2 wird kommen. Da
Deswegen bleibt auf jeden Fall auf Empfang und das Abo hilft euch auch nichts zu verpassen. Wir würden uns auch sehr über einen Daumen nach oben freuen für das Video. Das hilft uns und YouTube auch weiter, um noch mehr interessierte Leute für Retro- und Vintage-Lego-Themen zu begeistern. Besucht uns natürlich gerne auf Instagram oder auf unserem Blog oder in der Telegram-Gruppe. Die Links sind alle unten in der Beschreibung. Ja, den Collectors Guide verlinke ich euch auch nochmal. Und ansonsten würde ich sagen, ich drehe jetzt noch eine Runde. Ihr könnt gerne eins unserer anderen Videos noch anschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif, stay frosty und peace. Wir sehen uns. Ciao. Wenden in 6 Zügen.